Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Speedbuild. Und ich muss dazu sagen, das Ganze war sehr, sehr spontan, also es war nicht geplant. Ich hatte einfach eines Abends Lust, einen Park zu bauen mit dem neuen Late Cretaceous DLC. Also dadurch sind ja neue Dekorationsobjekte, zum Beispiel Lagundeko und sowas, in das Spiel gekommen. Und das Ganze wollte ich unbedingt testen. Und deshalb habe ich einfach mal auf die Aufnahme gedrückt und drauf losgebaut. Und dadurch ist halt dieser Park hier entstanden, den ihr jetzt so in ungefähr 3-4 Folgen, dann wird er fertig sein. Ja, sehen wir, wie der entsteht. Ist halt ein kleiner, süßer Park, den ich einfach mal so für zwischendurch gebaut habe. Weil eigentlich war das nächste Speedbuild ja wieder in Prehistoric Kingdom geplant, das habe ich auch schon gesagt. Aber ja, ist jetzt ein kleines Projekt, was dazwischen kommt, ist ja, denke ich mal, auch nicht so schlimm. Und das ist auch noch eine schöne Sache, weil dieser Park ist komplett ohne Mods. Das haben sich nämlich auch sehr, sehr viele Spieler gewünscht, gerade auch die Konsolenspieler, weil die ja keinen Zugriff auf Mods haben. Und deswegen wird oft gefragt, kannst du mal einen Park ohne Mods bauen? Das machen wir jetzt mit diesem Projekt. Motto-technisch habe ich mir auch gar nichts überlegt, auch nicht namenstechnisch. Ich denke mal, der Park wird einfach Late Cretaceous Park heißen, also späte Kreidezeit Park, weil wir halt hier die Dinosaurier aus der späten Kreidezeit unterbringen werden. Ich fange hier übrigens am Eingang des Parks ganz klassisch mit so einer Main Street an, also so einer Hauptstraße, wo dann links und rechts Besucherläden sind und am Ende kommt man auf ein Innovationscenter zu. Ich finde, das geht eigentlich immer als Eingangsbereich, ist immer sehr, sehr schön. Ist halt so Jurassic World 1 inspiriert. Ich muss echt sagen, ohne Mods ist das mit den Wegen gerade an Gebäuden immer ein bisschen friemeliger. Aber es hat trotzdem am Ende besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Ist halt nur ein bisschen anstrengender. Also wenn man Mods installiert hat, kann man halt die Wege auch direkt an die Gebäude bauen und in die Gebäude rein. Und hier hat man halt immer das Problem, das werdet ihr jetzt gleich nochmal ganz gut sehen, da muss man halt immer so einen gewissen Abstand halten. Ansonsten ist das Ganze rot und man kann es nicht bauen. Aber wenn man das dann so nah wie möglich ranbaut, sieht es eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Wird tatsächlich noch ein Ticken besser aussehen, wenn man es komplett ausfüllen könnte, die Wegfläche. Aber ja, ist halt so. Man muss ja auch mal ohne Mods das Spiel ausprobieren. So wie es halt ist. Bin halt echt schon mega Mod verwöhnt. Hinter das Innovationszentrum habe ich dann eine Lagune gebaut. Dort sollte der neue Styxosaurus rein. Und ich habe auch versucht, wieder den Weg so ein bisschen in einem Schwung zu machen. Das finde ich immer ganz schön. Habe auch die Wegfläche direkt an die Lagune rangeführt, zumindest so nah wie es ging. Und auch wieder das Ganze ausgefüllt. Und wieder fleißig mit der anderen Wegfarbe die Ränder abgesteckt. Ans Ende kam dann noch eine Toilette, die darf im Eingangsbereich auch nicht fehlen. Und dann habe ich wieder weiter den Weg entlang der Lagune gezeichnet. Also es dauert halt ohne Mods wirklich alles ein bisschen länger. Weil man muss dann auch öfter so den Bogen von dem Weg und sowas korrigieren, weil man halt dann irgendwann zu nah rangekommen ist oder so. Das ist mit Mods alles ein bisschen einfacher. Ich habe hier aber in diesem Eingangsbereich auch sehr viel mit Wegflächen gearbeitet. Das jetzt gerade ist zum Beispiel so eine Dreierkreuzung in drei verschiedene Richtungen. Die fülle ich jetzt hier auch aus, die Fläche dazwischen. Und jetzt zeichne ich auch schon den Weg hier weiter, obwohl der noch gar nicht relevant ist für diese Folge. Also da in die Mitte soll dann später noch ein Gehege hinkommen, das wird aber erst in der zweiten Folge passieren. Weil in dieser Folge dreht sich dann eher um die Lagune. Auch hier habe ich dann wieder so eine Dreierkreuzung gemacht. Und dann hier hinten auch die... Das habe ich gar nicht reingeschnitten, oder? Oh, tut mir leid. Also ich habe auf jeden Fall hier noch zwei Beobachtungsgalerien und auch so eine Brutstation platziert. Ich glaube, das habe ich rausgeschnitten. Oder ich habe es gerade übersehen, ich weiß es nicht. Aber jetzt seht ihr es ja. Also ist ja jetzt nicht so schlimm, dass es nicht drin war. Und auch hier habe ich dann wieder so eine Wegfläche gebaut. Und dann auch die Brutstation verbunden.
Hier habe ich dann den Asphaltweg benutzt. Weil das ist ja eigentlich kein Weg für die Besucher. Deswegen habe ich da ein bisschen so einen Unterschieden. Und dann natürlich auch wieder fleißig den Weg mit dem grauen Rand auch abgesteckt. Habe ich immer Stück für Stück weitergemacht. Hier an der Seite habe ich nochmal eine kleine Erhöhung gemacht, damit nicht alles ganz so Flachland ist. Und auf dieser Erhöhung sollte natürlich auch was raufkommen. Deswegen habe ich da erstmal den Weg hingeführt und dann nochmal einen Turm platziert, von dem man aus gut auf die Lagune schauen kann. Dann nochmal den ein oder anderen Felsen dazu. Und ein bisschen Wald. Und dann kam auch schon die erste Lagundeko. Hier solche Segel an den Rand. Und hinter dem Innovationszentrum habe ich ein paar Sitzmöglichkeiten für die Gäste gemacht. Und dann habe ich am Eingangsbereich auch nochmal die Wegflächen ein bisschen angepasst. Das ging sogar auch relativ nah an die Gebäude ran. Also man hat ab und zu so eine kleine Lücke da dann, weil man nicht ganz ran kann. Aber es hat trotzdem echt gut geklappt. Könnt ihr hier, glaube ich, ganz gut sehen. Also die Fläche ist eigentlich relativ ordentlich ausgefüllt, auch ohne Mods. Ich habe auch hier hinten dann nochmal die Wegfläche ausgefüllt. Und dann habe ich auch noch die ganzen Besucherläden angepasst. Die habe ich auch alle dann im gleichen Stil gemacht. Den könnt ihr jetzt hier einmal sehen. So gelbe Bäume vorne und solche weißen dreieckigen Teile. Das habe ich auch bei allen Läden dann gleich gemacht. Und auf diese freie Fläche, die dann hinter dem Laden entstanden ist, habe ich dann auch nochmal einen kleinen Besucherbereich gebaut. Den habe ich erstmal fleißig hier mit solchen Trennwänden und Blumentöpfen abgesteckt. Und dann durfte natürlich auch die ein oder andere Sitzmöglichkeit da nicht fehlen. Habe ich auf der anderen Seite dann genauso gemacht. In die Mitte, auf diesen grauen Streifen bei der Main Street, habe ich dann auch nochmal einige Blumentöpfe und auch solche Bäume platziert. Und das habe ich auch hier in den Kurven gemacht. Und auch hier wieder auf die freie Fläche die ein oder andere Sitzmöglichkeit. Dann kamen auch noch ein paar Lampen dazu, denn der Park soll natürlich auch bei Nacht wieder schön aussehen. Ich habe mich dann hier mal für diese modernen Lampen entschieden, die fand ich eigentlich ganz passend. Da mache ich das dann auch immer so ein bisschen nach Augenmaß. Also ganz genau im gleichen Abstand sind die halt nie. Und auf dem Weg nach oben zum Turm, da habe ich dann einige von diesen Bannern platziert. Die sind ja, glaube ich, auch sehr, sehr schön beleuchtet bei Nacht. Deswegen haben wir dann auch gleichzeitig dort Beleuchtung nach da oben. Auf diese freien Flächen kann man immer perfekt solche Springbrunnen platzieren. Und dann ging es natürlich auch wieder ums Ränder abstecken mit dem grauen Weg. Das ist halt auch so eine Fleißarbeit, die sich sehr lohnt, finde ich. Sieht immer optisch echt schön aus. Und dann wieder noch mehr Sitzmöglichkeiten für die Gäste. Immer da, wo freie Flächen sind, habe ich das eigentlich immer gemacht.
Und jetzt mussten wir natürlich auch wieder hier die ganzen Ränder vom Wald und sowas abstecken. Also jetzt erstmal habe ich mich darum gekümmert, den Bereich vor dem Beobachtungsturm zu machen. Da wollte ich dann auch natürlich nicht so hohe Bäume, damit die Sicht nicht blockiert ist. Deswegen habe ich hier dann einfach mal alle selber per Hand platziert. Sollte eigentlich auch nicht zu Problemen führen, weil der Park halt relativ klein werden wird. Deswegen konnte ich mich mit Objekten eigentlich austoben, wie ich wollte. Und dann ging es an die Gestaltung der Lagune unter Wasser. Da habe ich erstmal bei den Beobachtungsgalerien so zwei Scheinwerfer jeweils gemacht, damit man eine schöne Beleuchtung hat, wenn da mal was vorbeischwimmt. Und dann habe ich auch immer geguckt, dass eigentlich überall so ein bisschen was ist, gerade was diese coolen Effekte angeht. Es gibt ja solche Dinger, wo Rauch aufsteigt und wo so Blasen aufsteigen. Die finde ich sehr, sehr schön. Wollte aber jetzt auch nicht den gesamten Lagunenboden voll klatschen. Hätte ich jetzt auch machen können, das hätte bestimmt auch cool ausgesehen. Ah, ich wollte halt dann auch nicht zu sehr übertreiben. Ich habe halt dann geguckt, dass gerade vor der Beobachtungsgalerie relativ viel ist, damit es halt cool aussieht aus der Sicht. Und dann habe ich halt noch so vereinzelt an der einen oder anderen Stelle so ein paar Spots gemacht, wo halt so ein bisschen was ist. Und dann auch mal das ein oder andere Highlight, wie so zum Beispiel so ein Käfig, der da liegt, oder zwei Käfige. Und dann daneben ein paar Korallen, dann noch wieder ein bisschen Rauch. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist der Eingangsbereich mit der Lagune dahinter geworden. Hier bauen wir dann beim nächsten Mal weiter. Können jetzt einmal kurz hier reingehen. Könnt ihr hier mal sehen, wie perfekt man auf die Lagune blicken kann. Übrigens hier rechts und links habe ich auch noch Bäume platziert. Das hat man in der Aufnahme auch gar nicht gesehen. Und nach hinten kann man ja mittlerweile auch schauen. Und sogar nochmal seitlich auf das Innovationscenter. Hier schwimmen übrigens auch schon vier unserer Bewohner. Ich lasse gleich auch den fünften frei. Können wir jetzt eigentlich eben machen. Das heißt, wir haben hier fünf Styxosaurus. Ich habe da auch selber Skins ausgesucht. Einmal hier so einen roten. Hier einen grünen. Ein weißen mit grünen Streifen. Ein blauer mit gelben Streifen. Und ein relativ dunkler mit hellen Streifen. Also alle sehr verschieden. Oder sogar so rötlich. Und dann kann man hier logischerweise auch sich hier reinsetzen. Dann runterfahren und das Ganze auch von unten sich anschauen. Da kann man dann sogar mal einen sehen. Ist leider jetzt gerade sehr weit weg. Ist halt auch cool, dass man hier mittlerweile auch woanders sitzen kann. Dann sieht man auch mal die Gäste. Und bei Nacht ist das Ganze hier unter Wasser auch schön beleuchtet. Bei Nacht sieht das richtig cool aus, weil auch die Korallen so leuchten. Irgendwo schwimmt hier was. Da oben. Der leuchtet auch schön. Oha, wie krass. Der leuchtet. Das sieht ja cool aus. Man kann ja auch noch die Lichterfarbe hier ändern. Vielleicht muss man das auch nochmal anpassen. Aber das mache ich, wenn dann ganz am Ende, wenn der Park fertig ist, dann nochmal alle Lichter anpassen.
Weil hier im Park sind echt viele Lampen. Die dürfte man jetzt alle einfärben können. Aber Leute, das soll es jetzt mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.